Lennart Meyer ist Landwirt in Lüdersburg bei Lüneburg. 2018 hat die Familie vom Milchviehbetrieb auf Mastbullen- und Getreideanbau umgestellt. Wie 90% der Betriebe in Deutschland setzt Lennart auf konventionelle Landwirtschaft, also die herkömmlichen Anbau- und Haltungsweisen. Konventionelle Haltungsbedingungen werden oft kritisiert. Das findet Lennart nicht gerechtfertigt. Natürlich möchte man schon den Tieren das bestmöglichste Leben hier ermöglichen. Und ich finde, wir machen das schon sehr gut. Ich bin der Meinung, ich muss mich hier vor nichts verstecken. Ich halte meine Tiere gut, ich kümmere mich um meine Tiere gut. So wie ich hier meine Tiere halte, würde es auf dem Tierwohl-Label die Stufe 3 sein. Darüber ist nur die Stufe 4. Das wäre dann die Haltung Bio. Wir sind da aber mit 3 schon relativ weit oben dabei. Das heißt, wir haben halt diese Freiluftstelle, diese Offenstelle, sage ich mal, plus die Strohhaltung, plus mehr Platzangebot, was wir haben. Na, und halt gelegentlich diese Scheuermöglichkeiten, wo sich die Tiere auch so ein bisschen schubbern oder dran sauber machen können. Solange billiges Fleisch aus Betrieben mit einfachsten Haltungsbedingungen konsumiert wird, wird sich auch für Landwirte kaum etwas ändern. Wären Fleischpreise auf einem höheren Niveau, könnten mehr Anreize für steigende Qualität und bessere Haltungsbedingungen geschaffen werden. Damit VerbraucherInnen wissen, was sie kaufen, zeigen verschiedene Tierwohl-Labels auf Produkten die unterschiedlichen Haltungsbedingungen. Eine generelle Kennzeichnungspflicht gibt es aber nicht. Also grundsätzlich kein Bio bei uns ist einfach der erste Grund. Man sollte sowas aus Überzeugung machen und ich bin vom Bioanbau nicht überzeugt. Das ist einfach für mich so. Bioanbau, gerade bei uns in der Region, weil wir ziemlich nasse Böden haben, muss man ziemlich viel Unkrautregulierung betreiben. Und die Unkrautregulierung ist auch nicht immer möglich bei uns. Wir haben halt auch nasse Frühjahre, wo man einfach nicht auf die Felder raufkommt. Das soll in keinster Weise irgendwie herablassend sein oder kritisch gegenüber der biologischen Landwirtschaft sein. Da, wo es möglich ist, da können die Leute das auch sehr gut machen. Aber ich finde einfach, auf meinem Standort, meinen Gegebenheiten, ist es sehr, sehr schwierig umzusetzen. Egal ob bio oder konventionell, jede Form hat ihre Vor- und Nachteile. So haben ökologische Produkte teils lange Wege, sind aber unbehandelt. Im Gegensatz dazu darf der konventionelle Anbau zum Beispiel chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel verwenden, ist aber oft regionaler. Eine Umstellung auf Bio ist meist mit hohen Investitions- und Umbaukosten verbunden. Letztlich müssen VerbraucherInnen entscheiden, was ihnen wichtig ist.